Richard Omatschke kann es nicht verhindern. Die Führung für Groß Asbach. Dritte Minute der Nachspielzeit. Philipp Hercher. Und was da abfällt, ich glaube, das kann man sehr gut erkennen. Was für ein Schlusspunkt. Baku steckt durch. Und dann Hercher das 1:0 in der Nachspielzeit. Da kann es direkt sehr gefährlich werden. Toller Pass dort. Und Daniel Bernhard hat da noch die Griffe dran. Erste richtig gute Aktion. Mit Viteriti, aber jetzt erstmal die erste Chance für Köln, ausgenutzt von Hartmann. Schneller Angriff über die rechte Seite. Dann zeigt Hartmann seine ganze Routine und Qualität als Mittelstürmer und nickt ihn rein. Und im Nachfassen wäre fast Matthias Fetsch dann noch dran gekommen. Sebio Suku jetzt aber auf der anderen Seite. Suku, eine Riesengelegenheit für Suku, 1:0! Sebio Suku mit dem direkten Gegenschlag. Setzt sich da prima über die linke Seite durch. Gegen Moritz Haier. Und Sebio Suku, der macht es dann ganz abgeklärt. Läuft im Holthaus davon, schön in den Rückraum. Scheu wird gestört, kann sich trotzdem durchsetzen und rutscht ihn rein. Guter Konter der Kölner. Hartmann mit dem guten Blick für Scheu und der wird dann einmal bedrängt. Zweimal bedrängt, dreimal bedrängt und erzielt das Tor. Der kommt durch. Marvin Poirier. Schöne Einzelaktion gegen zwei Mann, drei Mann, vier Mann. Und hat die Übersicht. Tolle Aktion. Die reguläre Spielzeit geht durch den 1 gleich durch. Manuel Schäffler hat da nochmal einen. Klasse mitgenommen. Klasse Aktion. 4:1. Wiesbaden, mein Gott, was sind die eiskalt. Wie die das machen. Abgelegt, Schäffler, mitgenommen. Das sieht leicht aus, das sieht schön aus, wie der Ball dann zu Chéré kommt. Excel Zusammenspiel, zieht schön in die Mitte, da ist auch ein bisschen Platz. Lacazette, Grimaldi, schön über 5-6 Stationen. Und wieder von Lex reingegeben, das Ding, und da ist das 1:0 für 1860 München. Und das war von A bis Z ein Top. Vorgetragener Angriff, Lex ins Zentrum, Lacazette hebt ein bisschen das Beinchen, fällt den Ball noch leicht ab und dann kann Becherolu alles klar machen. Gegen Amaro, der hält schon mal Sicherheitsabstand. Zweite Reihe. Was für ein Tor! Christoph Hinlein, der einfach mal drauf und dann trifft er ihn mal so richtig gut. Ein schönes Tor. Ecke Kobylanski. Ja, fieses Ding. Aber Bettgart aufgepasst. Noch fieseres Ding. Was ein geniales Hammer. Hammer. Megator. Fangt den Kobylanski ein. Ha. Erster Anlauf. Ecke. Auch schon frech, gut reagiert von Torwart Bethke. Und jetzt Achtung, Kobylanski zimmert den Ball rein. Jo, Martin Kobylanski.